Und das Militär war halt scheiße trainiert, ne? Weil es sie trainieren wollte. Also X4 Foundation habe ich ja viel gespielt. Da hatte ich ja auch ein Testvideo zugemacht vor 2 Jahren. Fand ich gut für Freunde der Reihe. Split Vendetta als DLC. Ja, der. Warum ihr auch alle, ne? Dehydriert. Verstehe ich auch nicht, ihr faulen Schweine. So. Und wie gesagt, mit Split Vendetta war nicht meins als Erweiterung. Ich konnte mit den beiden Startpunkten von den Split einfach nichts anfangen, sage ich ganz ehrlich. Und bei Wiege der Menschheit bin ich jetzt ja gerade bei. Wie gesagt, da bin ich Mittwoch. Genau, Mittwoch ist da Stream. Kannst du uns mal live reinschauen, wenn dich das interessiert. Und da sieht, also ich finde den Start jetzt erstmal gut. X4 immer am Anfang ein bisschen, sagen wir es mal, entspannt, ne? Weil die Reisezeiten halt sind halt relativ lang, gerade in den Terraner-Sektoren sind es immer. Aber sie bauen da gut auf, also mit Handlung auf, ne? Wo X4 Foundation in der Grundversion ja einfach hier, da bist du, mach mal, ne? Ist mir egal, was du machst, Hauptsache du machst was. Nimmt Wiege der Menschheit ein bisschen an der Hand. So mehr wie es bei X3 und so auch war, wo man zumindest erstmal eine grobe Rahmenhandlung hat, die mehr ist als, ja, scann mal irgendwann eine Station, wenn du Glück hast, findest du ein Signal und kriegst dann über eine kleine Questreihe deine Hauptbasis. Mehr war Foundation ja zu Anfang nicht. Aber weit bin ich da auch noch nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt bin, glaube ich, erst in der dritten Mission oder sowas von der Haupthandlung. Ich weiß es gerade gar nicht. Und wie gesagt, da mache ich jetzt am Mittwoch weiter. Nee, ich finde, bei X4 sind alle Sektoren ein bisschen größer und weitläufiger geworden. Also es ist nicht mehr so wie bei X3. Scheint jedenfalls erstmal so. Wie gesagt, ich habe auch erst 2 Stunden gespielt. Deswegen werde ich das am Mittwoch ja nachholen müssen. Und in X3 sind die ja draufgegangen, die Terraner, einfach weil die Sektoren zu groß waren, dass selbst die KI keinen Bock hatte, da die Versorgung zu übernehmen. Das ist jetzt nicht mehr so. Auf den ersten Blick. Müsste man halt gucken, wenn man halt mehr als 2 Stunden gespielt hat, wie sich das dann da entwickelt. Ja, du hörst auf, Sachen einzulagern. Das verstehe ich. So, jetzt geht da einer. Hier ist du. Nein. Die gehen jetzt oben hin. Die setzen auch keine Prioritäten, ne? Die wissen. Wenn jemand die Brücke runterlässt, werden alle sterben. Wenn jemand auf die Idee kommt, dieses Loch da zu buddeln, könnte man den Fluss angraben und hätte was zu trinken. Nein. Wir versuchen einfach die ganze Zeit, irgendwelche Sachen irgendwo hinzupacken, das niemandem hilft. Kein Schwein. Niemandem. Guck mal, die Hunde haben jetzt schon den Speisesaal erobert, weil die sich denken, und ums kümmert sich eh keiner mehr, wir kriegen auch nichts mehr zu trinken. Scheiß drauf, wir tanzen jetzt auf Tischen und Stühlen. Die Ghule, die hier oben rumlaufen, denken sich auch, boah, Alter, vielleicht fällt ja mal einer versehentlich über den Hebel, wäre auch interessant. Das tun sie aber auch nicht. Und die 70 Untoten hier draußen denken sich, Alter, hier war doch vorhin noch so viel Lärm, warum ist es da draußen auf einmal so still geworden? Wir hätten den Siege von den Untoten gar nicht gebraucht. Die Festung hat sich einfach selbst zerlegt. Und ich werde das trotzdem nochmal versuchen. Wenn ich nochmal einen Totenbeschwörerbuch kriege, ich werde es trotzdem kaufen und die werden es trotzdem lesen. Guten Abend, Nag. Warum ich den Weg hier so baue, hier beim Eingang, also in der Theorie kann ich jetzt leider praktisch nicht zeigen, weil unsere Zwerge keinen Bock haben, an irgendwelchen Hebeln zu ziehen. Die sind alle einfach zu gestört. Man braucht ein Dreierfeld Breite für die Karawane. Die Karawane will ja irgendwo hier unten zum Depot kommen. Ja, also hier ist das Depot und die Karawane muss hier durch. So, jetzt will der Feind natürlich auch irgendwie in die Festung kommen. Solange die Brücken unten sind, könnte der Feind hier durchlaufen, genauso wie die Karawane. Wenn man jetzt die Brücken hoch macht,
Was ich leider nicht zeigen kann, weil da keiner am Hebel ziehen möchte. Also hier unten ist halt ausgeschändelt worden. Hier ist glatte Kante. Hier ist eine Rampe. Nach hinten können sie raus, weil sonst kriege ich mal Zwerge. Das buddelt nicht da weg. Die Brücke wird hochgelassen. Die Angreifer kommen nicht mehr, kommen halt hier nicht mehr lang. Und müssen dann den langen Weg außenrum gehen durch die Fallen. Da die nicht immer den ganz kürzesten Weg nehmen, gehen die auch mal ein bisschen breiter. Also gehen nicht direkt hier nur an der Wand lang. Oder gehen hier so quer lang, so ungefähr. Sondern die verteilen sich hier irgendwie. Das sieht man auch draußen an den ganzen Untoten, die da jetzt gerade rumlaufen. Die laufen so als wilder Pöbel, laufen die nachher auch durch die Gänge. Und wenn alles, dann laufen sie erst hier lang. Dann ist hier die Brücke auch oben. Müssen sie halt hier lang und dann da. Und dann machen sie dasselbe hier. Huch. Und hier unten ist dann theoretisch nachher ein Floodgate, das man unten hat. Und das heißt, man kriegt hier theoretisch, wenn sie jede Falle mitnehmen, knapp 100... 105 Feinde eingesperrt, ehe sie vorm Floodgate stehen. In der Theorie. Außer natürlich, man lässt ein Loch in der Decke. Das ist einer reingefallen, oder? Ist da ein neuer reingefallen? Irgendwann müssen ja mal wieder ein paar Untote hier reinfallen. Das ist sonst langweilig. Ich hätte es jetzt ja gerne ausprobiert. Ich hätte jetzt, da die Festung eh vorbei ist, hätte ich jetzt gesagt, so, zieht mal bitte einer am Hebel. Und dann hätte ich jetzt an dem Hebel erstmal für die Brücken hier innen gezogen und dann an dem Hebel für draußen. Aber da hat keiner Bock drauf. So, vor allem, es ist ja nicht so, dass die, hier steht alle, kein Job, kein Job, kein Job. Guck mal, das ist ein Ghoul. Wo ist denn der Ghoul? Ach, das sind die Ghule, die hier in der Tür hängen. Die haben einfach nichts zu tun. So, der Armorer will ja nicht. So, unser Arzt. Unser Arzt steht jetzt hier. So, ich werde jetzt dem auch alles wegnehmen. Dein Hellscare darf er gern behalten. Aber du verlierst jetzt auch alles. Ich will jetzt einmal gucken, ob wir die Alten alle einfangen können. So, nein, du brauchst auch nichts haulern. Überhaupt nichts zaulern. Other Jobs. Du brauchst auch nicht putzen, das hat alles keinen Sinn. So, du brauchst nur an dem Hebel ziehen. Und notfalls Kollegen verarzten. Ist er jetzt da zusammengebrochen, liegt jetzt mit seinem Pilz im Arm auf dem Stein? Ja, unser Nekromant ist durchgedreht. Eigentlich ist ein Quarfs-Dwarfs durchgedreht, weil er nicht alle Sachen für sein Artefakt hatte. Und nachdem er ein paar Zwerge getötet hat, hat unser Nekromant gedacht, boah, total cool, Leichenteile, ich hole die mal wieder. Und dann wurden unsere Zwerge von den Armen ihrer Kollegen umgebracht. Deswegen ist diese Festung leider Game Over gegangen. Weil meine Idee mit den Nekromanten zwar total cool war, aber nicht wohl durchdacht. Ich habe zumindest fürs nächste Mal mitgenommen, pack keinen Nekromanten in die Armee. Weil die Ghule sind zwar freundlich, das sieht man ja, die werden sogar unter Sith, oh, wir haben nur noch 9, einer ist tot. Schon wieder einer gestorben. Ne? Also von den 9 Überlebenden sind 3 Ghule. Aber unglaublich viele Sachen, die wir halt, man sieht zum Beispiel hier auch, ne? Oh, wir haben den Arm verloren. Das sind alles Sachen, die alles, was hier draufsteht, hat hier mal gelebt. Also der Arm und der Arm und der Arm und der Arm und der Kopf hier hat auch mal ein Eigenleben gehabt. Oder die Hand. Das sind alles so Einzelteile, die wiederbelebt haben, wurden. Und dann eigentlich die ganze Festung zerstört haben. Sowas finde ich immer am traurigsten. Also wie gesagt, also Körperteile sind böse. Kann ich wenigstens, wenn ein Ghoul über diesen Hebel fallen würde oder ein Hund einmal das Beinchen dran hebt, das wäre total, macht keiner. Könnte ich jetzt ewig warten, es wird keiner an dem Hebel ziehen. Ach,
Das habe ich gerade überlegt, warum machen die das nicht? Die dürfen ja gar nicht rein. Die stehen da alle auf der Treppe. Sagen, wir haben Hunger. Die durften hier nicht hin. Guck mal, jetzt fangen die auch an, jetzt können die auch essen und trinken. Mensch. Man sollte schon aufpassen, dass man seinen Bobo vergrößert, ne? So, seid ihr jetzt, wo ihr essen und trinken konntet, fit genug an dem Hebel zu ziehen? Nein. Ihr seid einfach nur so doof und holt weiter die Pilze oben aus. Oh. Die Brücke ist... Okay, die Brücken sind jetzt oben. Wir müssen jetzt wenigstens einmal... Also es muss jetzt mal getestet werden. A. Shift P. Wir werden jetzt an dem anderen... Wir werden jetzt die Untoten reinlassen. Die stehen ja hier vorne schon freudig vor dem Tor. Jetzt kommen sie. So, kommen die auch noch, wenn ich das Floodgate runter... Nein, da darf ich gar nicht gucken. Alles viel zu rot. Wenn ich das Floodgate jetzt runterlasse, laufen sie dann trotzdem noch weiter? Wer läuft denn da jetzt weg? Kobold Ranger. Der Kobold hat uns noch was geklaut. Was will er denn hier aus der Festung klauen? Ja, so ein Kobold interessieren die Fallen nicht. Kobold sind hier die klauen immer. Die klauen immer gerne Sachen. So, jetzt können wir ja wieder hier M, A. Jetzt können wir das Bobo auch wieder auflösen. Sind ja eh alle Zwerge wieder drin. Alkohol habt ihr jetzt zum Trinken? Jetzt ist halt die Frage. Alter, die töten erstmal alle Tiere da draußen. Und sind total glücklich. Oh Gott. Metzel. Oh, Mord und Totschlag. Ich hoffe, da war jetzt kein... Ach, ihr habt den... Oh, der Arzt ist jetzt auch tot. Hollow ist gestorben. Oder er wurde zumindest tot gefunden. Pray, ja, bete du mal. Ich würde jetzt auch beten. Bleibt jetzt da oben stehen. Die hauen wieder ab. Nee, Leute, so nicht. So nicht. Ich will jetzt wissen, ob die Fallen euch hätten einfangen können. Kann doch mal bitte einer jemand am Hebel ziehen. Du musst nur an deinen 50 toten Kollegen vorbeilaufen. Da kommt einer. Machst du das? Yo! Tack. So, Floodgate ist wieder offen. Warte, jetzt muss ich aber wieder schnell damit die nicht rauslaufen. Müssen den Untoten jetzt nicht in die Arme laufen, ne? Das haben wir es auf. Das kriegen die sofort mit. Da haben die Untoten einen Riecher für. Blob, eingefangen. Blob, 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 blob. Also, in der Theorie funktioniert das. Blob, blob, blob. Nur nicht alle Untoten, nur nicht alle Gegner bleiben halt in Fallen stecken. Muss man auch noch denken. Man hat es ja von einem Kobold gesehen. Ja, es ist doch zu... Das ist, oh, da läuft einer durch. Oh, da sind anscheinend Untote bei, die können das. A. Shift P. Dann N. Ach so, du Task Now. Okay. Das ist wichtig. Ist denn egal. So, das ist, tun sie sofort, von wegen. Ist da Untote drin. Der zweite Untote steht da jetzt noch. Ach, jetzt jagen sie die Hunde. Ja, jetzt kommt keiner mehr hin zum Hebel. Ich habe zu lange gewartet. Jetzt wäre nur die Frage, was ist jetzt hier reingekommen? Weil hier wird ja alles Mögliche wird ja eingefangen. Also die Humans und so weiter, die werden alle gefangen. Durchkommt... Ach, die Kobolde.
Deep Tubes Warrior, was auch immer das ist. So ein. Ach, der hat. Deep Tubes Warriors kommen anscheinend durch, was auch immer das ist. Ghostly Pot. Ja, jetzt kommen die ganzen Geister noch dazu. Jetzt kommen noch die ganzen Geister dazu. So, die hier. Diese kommen durch. Warum auch immer. Und die Kobolde. Weil die Kobolde ja eh gegen Fallen immun sind. Deswegen sind hier jetzt vier. Genau, vier Stück sind durchgekommen, ne? Gut, vielleicht kommen die anderen noch durch, weil die Fallen jetzt fast alle ausgelöst haben. Sind ja noch ein paar. Aber das war jetzt, ja, das endgültig. Ja, seit einer Woche vermisst ihr einen Hund. Ich glaube, ihr habt größere Probleme als einen vermissten Hund. Vor allem Fall. Ja. Und die Fallen hätten nicht gereicht. Eine gut ausgebildete Armee hätte. Na, wahrscheinlich auch nicht. Ein Squad dagegen. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Okay, so, jetzt haben wir das geklärt. Die Fallen hätten nicht gereicht. Das ist alles untergegangen, trotzdem. Also vorher schon, aber jetzt sowieso. Und das heißt, ich werde am Sonntag wieder Dwarfortress spielen. Dann wieder ein neuer Start. Wieder mit dem Versuch, Nekromanten in die Festung zu holen. Dann ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen effektiver mit weggesperrten Nekromanten, so lange, bis wir genug haben oder bis die ganze Festung aus Nekromanten besteht. Und bis dahin versuchen wir zu überleben. Wir werden auf alle Fälle keinen Nekromanten mehr losschicken, um einen Berserker aufzuhalten. Das hat uns hier das Knick gebrochen. Nekromanten gehören weggesperrt. Ganz einfach. Und so werden wir dann, wenn wir dasselbe Glück, nochmal in einen Nekromanten zu kommen, in der nächsten Staffel haben werden, weiterverführen. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, man sieht sich morgen. Morgen sehe ich mich auch, aber nicht bei Fortress. Genauso wie Mittwoch X4 dran ist. Und ja. Euch noch einen schönen Abend. Ja, oh ja, das mit Discord ist eine coole Frage. Moment mal. Ich muss das mal kurz. Ja, hab ich. So, als Antwort. So, jetzt muss ich nur einmal kurz. Es gibt da doch immer so einen komischen Einladen. Guck mal hier. Was ist denn das? Kann ich das hier reinsetzen? Ja, habe ich. So. Wer also Interesse hat, einmal reinzuschauen, kann sich auch darüber austauschen über das Spiel. Alles gut. Euch noch einen schönen Abend und ansonsten bis morgen oder man sieht sich bei mir auf dem YouTube-Kanal. Bis denn. Tschüss.